unser Team ist die Berlin Rockets. Unser Roboter heißt Bär, einmal von der Berliner Bär abgeleitet und einmal ist eine Abkürzung von Boden, Explosion und Analyse Roboter. Bär ist ein sechsbeiniger und auch gleichzeitig ein sechsrädiger Roboter. Alle Motoren in dem Roboter pro Bein sind ganz oben an einen Punkt konzentriert. Das kann erstens Schadmaterial wie Sand in Motoren vermeiden und außerdem, das erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit vom Bein. Wir haben unsere Hardware auch heute zum ersten Mal den Gang genommen und tatsächlich konnte problemlos fahren. Und wir waren schon von der Stabilität sehr begeistert. Das ist ja das wertvolle Sensorik, ein 32-Zeilen-Laserscanner. Der ist in der Lage, uns alleine in einer einzigen Rotation eine 360-Grad-3D-Karte der Umgebung herzustellen. Hier ist der Arm, um das zylindrische Objekt zu greifen. Das Gewicht des Objekts kann eventuell hier ein Problem verursachen. Da haben wir einen zusätzlichen Freiheitsgrad, einen Motor hier, das mit einer Schnur hier mit der losen Ende des Arms verbunden ist. Also da wird kaum das Gewicht von dem Objekt dabei eine Rolle spielen. Hier haben wir eine 3D-Modellierung, was die genaue Lage vermittelt und so kann der Arm genau zum Objekt fahren und das greifen. Ein Laptop kommt auf den Roboter und jede Menge Software, was dieses ganze Leben halt den Roboter schenkt. Was wir hier versuchen an der Universität, ist immer die Forschung mit der Lehre zu kombinieren. Und warum auch nicht für den Bau von einem möglichen Roboter, der demnächst auf den Mond landen könnte. Das ist ein sehr selbstständiges und fleißiges Team. Wir treffen uns jede Woche, besprechen wir halt die Probleme, die wir haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Team auch diesen ganzen Stress, was wir mit dem Wettbewerb haben, gut durchhalten kann und sehr tolle Ergebnisse nach Hause bringen kann. Wir machen euch alle platt. Wir haben ja keine Angst, bei der Wettbewerb innerhalb eines kompletten Nacht die Hälfte von Software neu zu schreiben. Hoffentlich kommt es aber nicht dazu, weil es ziemlich viel Stress ist.